bin. Alles, was ich jetzt sagen werde, geht wirklich aus dem Herzen. Deshalb erstmal möchte ich, dass ihr euch, die da seid für die Grundrechte, erstmal euch selbst applaudiert, weil es bedeutet Mut, hier zu sein, überhaupt sein Gesicht zu zeigen, wann viele denken, dass es total unverantwortlich ist. Und ich möchte, dass ihr auch die Menschen, die da sitzen, die Aluhute tragen, auch applaudieren, dass sie da sind und für ihre Überzeugung immer wieder da sind. Ich habe in eine Gruppe geschrieben, dass ich Liebe für die Opfer, für die Familienopfer im Rahmen von Black Lives Matter, aber auch für alle anderen, auch die Täter, weil die Täter auch Opfer von einem System sind. Das habe ich geschrieben. Weil ich das geschrieben habe, haben bestimmte Menschen, die sich vielleicht als Antifa qualifizieren, geschrieben, dass in dieser Gruppe, wo ich geschrieben habe, es gibt rassistische und antisemitische Menschen, die da rumtoben. Und sie haben mich zitiert. Und das wollte ich klarstellen. Ich bin nicht rassistisch. Ich bin für eine Menschheitsfamilie. Das ist mir egal, was für eine Überzeugung es gibt. Wir sollten einfach miteinander sprechen. Und wenn du sprechen möchtest, komm gerne. Ich spreche gern mit dir. Möchtest du sprechen? Du? Ja, komm. Komm. Ich spreche gern mit dir. Danke dir, dass du wagst, hier zu kommen und mit mir zu sprechen. Hallo. Was ist die Frage? Glaubst du, dass ich rassistisch bin? Das kann ich doch so gar nicht beurteilen. Aha, okay. Du beurteilst nicht an Oberfläche, richtig? Nein. Oh, vielen Dank. Also das ist ein Applaus. Applaus, bitte. Also eine langweilige rhetorische Frage. Die nächste, bitte. Das ist keine rhetorische, weil wenn du nicht einfach nach dem Aussehen beurteilst, sondern mit Menschen sprichst, dann du würdest wahrscheinlich hier nicht sagen, dass die Menschen also rassistisch sind und antisemitisch sind, weil du mit denen nicht gesprochen hast, nur eine Oberfläche gesehen hast. Nein, ich sehe, dass diese Menschen auf dieser Demo sind. Wie bitte? Ich sehe, dass diese Menschen hier sich auf dieser Demo versammelt haben und das vertritt ja auch meine gewisse Meinung. Mit dieser Meinung habe ich ein Problem. Ah, okay. Dann die Frage ist, hast du mit diesen Menschen gesprochen und mit jedem Einzelnen ihre Meinung dann abgefragt bezüglich zum Beispiel Antisemitismus? Hast du das gemacht? Ich habe nicht zugehört. Wie bitte? Hast du ein Problem mit gemeinsam für Grundrechte und wir sind alle eins? Dann verstehe ich, dass du gegen diese Gruppe ein Problem hast, weil das ist die Meinung, die sie gemeinsam hier gebracht haben. Ja, ich habe ein Problem mit Grundrechten. Ich bin für Faschismus. Ich halte Rechte für eine Erfindung von Reptiloiden, Merkel und Bill Gates. Ich lade dazu ein, dass wir Gruppen machen. Du darfst gleich noch was sagen. Wenn mich hier dran lässt. Ich habe gerne Redezeit. Also verschwenden wir noch ein bisschen mehr Zeit, bis die Leute keine Lust mehr haben, in der Sonne zu stehen. Wollt ihr mir noch was erzählen?